Herzlich willkommen im Schnellzug nach Lindau. Nächster Halt, Buchlohe. Die Baureihe 210 der DB bestand aus mit einer Gasturbine ausgestatteten Diesellokomotiven, die über die Zwischenstation BR-219 aus der BR-160 hervorgegangen waren. Die Serie aus 8 Maschinen bekam die Gasturbine des Bundeswehrhubschraubers Bell eingebaut, wurde als Baureihe 210-001 bis 210-008 ins Nummernschema eingereiht und 1971 im BW Kempten stationiert. Die Turbine wurde nur bei größerer Belastung wie beim Anfahren und bei Steigungen zugeschaltet. Nach zwei schweren Störungen in der Turbinenanlage 1978 stellte sich heraus, dass die Turbinen im Bahnbetrieb zu oft eingeschaltet wurden, was die Lebensdauer verkürzte.
Ein Jahr darauf ließ die DB die Gasturbinen entfernen und die Lokomotiven zur Baureihe 218-9 umbauen. Eine dieser Maschinen, die 210-003, ist Vorbild des hier vorgestellten Märklin-Modells. Äußerlich unterscheidet sich die Baureihe 210 von ihren Vorgängerinnen hauptsächlich durch die auffällige Abgasanlage auf dem Dach, einer sogenannten Hutze. Ansonsten weist das Dach vorbildgerecht nur eine geringe Detaillierung auf. Die Scheibenwischer sind angespritzt, was aber erst in der Vergrößerung sichtbar wird. Die Führerstände sind eingerichtet. Die Haltegriffe unter der Fensterfront sowie seitlich neben der Beleuchtungseinfassung sind freistehend montiert, ebenso die Griffstangen zu den Führerhäusern. Die Pufferbohle kann mit Nachbildungen von beigelegten Bremsschläuchen nachgerüstet werden. Die Beleuchtungsfarbe ist warmweiß. Die Drehgestellblenden sind fein graviert, besonders fallen die Darstellungen der Schraubenfedern auf. Die Bedruckung ist ohne Tadel, Farbtrennkanten sowie Buchstaben und Ziffern sind mit scharfen Kanten wiedergegeben. Die Fahreigenschaften dieses Modells bewegen sich im Rahmen des Üblichen. Das Anfahren geschieht mit dem typischen Ruck. Der Dekoder lässt die Lok weich anrollen und ruckfrei und zügig beschleunigen. Die Gleichlaufeigenschaften sind sehr gut. Eine einmal eingestellte Geschwindigkeit musste nicht nachjustiert werden. Der Sound bietet mit 22 mehr Funktionen, als die Mobile Station 2 schalten kann. Der Auslauf von Märklins 210 bei Stromausfall aus mittlerer Geschwindigkeit ist mit rund 4,5 cm nur gering. Dagegen sind es rund 21 cm aus vollem Tempo. Die Traktionseigenschaften sind außerordentlich gut. Antrieb auf alle vier Achsen und insgesamt vier Haftreifen auf den vier innen liegenden Rädern lassen die Lok erst bei 250 Gramm im Gewichtebecher unter Rollenlage beim Anfahren schleudern. 325 Gramm waren notwendig, um die Lok mit drehenden Rädern zum Stehen zu bringen. Das Revisionsdatum 26.11.70 weist die Lok in die Epoche 4, die von 1968-70 bis 1990 dauerte.